Hallo und herzlich willkommen hier mal zu einem etwas spezielleren Tatooine Mock Update. Denn heute habe ich überlegt, dass ich das Ganze mal von Grund auf etwas umstrukturieren werde. Ihr könnt hier einmal sehen, wie ich das ungefähr geplant habe, dass das so ein bisschen symmetrischer ist. Und wenn ich hier ein bisschen mehr aufgeräumt habe und schon mal angefangen habe, ein bisschen was zu bebauen, melde ich mich dann gleich wieder. Aufgeräumt habe ich hier bis jetzt zwar noch nicht, allerdings habe ich das Gefühl, dass hier trotzdem schon einiges weitergegangen ist. Nämlich habe ich zum einen natürlich erstmal die Anordnung hier angefangen, beziehungsweise ist fast schon zu Ende. Und dann habe ich auch schon angefangen, hier Jabbas Palast aufzubauen. Und hier hinten ein paar Sachen wie Pelimottos Werkstatt von dort hinten, wo jetzt halt keine Platten mehr sind, hier rüber zu holen. Ansonsten habe ich, wie ihr schon seht, bisschen angefangen, die Teile hier so zu sortieren. Und ich würde sagen, ich melde mich dann gleich wieder, wenn ich hier fast alles fertig habe. Das sieht jetzt natürlich alles schon viel, viel besser aus. Wie ihr sehen könnt, ist das jetzt hier alles schön gerade geworden. Und ich habe hier auch nicht mehr so eine Unordnung drin. Das heißt, ich habe endlich aufgeräumt. Und ich würde sagen, ich zeige euch das jetzt alles mal so ein bisschen genauer. Wir fangen hier hinten an, wo sich am wenigsten verändert hat. Und zwar habe ich diese Platten fast genauso gelassen. Das hier hinten war relativ aufwendig, weil ich da natürlich die Platten neu anordnen musste. Das alles war ja vorher anders, zum Beispiel Klonbasis schon vorher hier hinten, wo jetzt halt keine Platten mehr sind. Hier hinten bei der Rebellenbasis habe ich leider ein bisschen weniger Platz. Aber ich hatte da schon die Idee, dass ich zum Beispiel hier hinten in den Hügel, wo jetzt dieser, was weiß ich, weiße Wookie steht, so eine Art kleine Garage bzw. Geheimeingang mache, wo die ganzen Speederbikes, die ich hier noch habe, hin können. Und der ATS, die hier, kann leider nicht mehr Teil des imperialen Angriffs sein, weil da nicht mehr genug Platz ist. Weiter geht's dann hier hinten, da habe ich so gut wie gar nichts verändert, das hier konnte zum Glück alles so bleiben. Und hier bei der Lastfahrt habe ich jetzt deutlich, deutlich mehr Platz gewonnen. Da habe ich, wie ihr seht, schon mal so ein bisschen Ideen gesammelt, wie ich da hinten noch deutlich mehr Platz herausholen kann. Da hinten drin ist ja Lukes Werkstatt, das sieht man jetzt leider nicht. Und hier hinten kommt dann das Taskenlager hin. Direkt neben Bobas Palast, beziehungsweise vorher noch Jabbas Palast, den wir hier hinten auch noch sehen. Da weiß ich noch nicht ganz, wie ich Jabba einbauen will. Aber ich habe hier zum Glück das Rancor Pit so fast schon zu Ende gebaut. Das seht ihr natürlich in den nächsten Folgen noch. Und hier hinten geht es dann weiter mit Obi-Wans Hütte. Die steht immer noch da drauf, wo der Jawa, beziehungsweise die Jawas so eine kleine Höhle haben. Das seht ihr auch in den nächsten Folgen. Und ich habe hier ein paar Steine schon gesammelt, beziehungsweise sortiert, die ich dann hier an den Berg noch einbauen möchte. Und dann sind wir auch schon wieder hier einmal rumgekommen bei Pelimottos Werkstatt. Und diese beiden Platten hier werden aufeinander hier auf das Gebäude kommen, nur damit ihr euch nicht wundert. Und mitten in der Stadt stehen natürlich überall noch so ein paar Figuren. Die habe ich da jetzt erstmal nur hingesetzt, damit da ein bisschen Leben reinkommt. Ganz am Ende werde ich euch gleich nochmal das Rancor Pit ein bisschen genauer vorstellen. Aber ganz kurz nochmal zu der Stadt. Und zwar ist jetzt endlich meine Pick-Brick-Lieferung angekommen. Was bedeutet, dass ich hier hinten einmal bei der Klonbasis weitergekommen bin mit dem Dach oben drauf. Hier hinten bei dem Gebäude ist jetzt auch alles fertig geworden. Und da vorne bei der Rebellenbasis ist auch einiges weitergegangen. Die nächsten Fortschritte seht ihr dann natürlich im nächsten Video. Jetzt kommen wir aber hier hinten schon zum Rancor Pit. Und zwar habe ich hier so gut wie alles fertig gebaut und auch schon ein paar Figuren vorläufig postiert. Zum einen so ein kleines Skelett da rechts, Überreste. Dann einmal diese Gamorianer-Garde, dieses Schwein sozusagen von Jabba, was da am Anfang vom Rancor gefressen wird. Und da hinten, wo Luke steht, sieht es jetzt noch so ein bisschen komisch aus. Dahin wird aber in der nächsten Folge diese Einstiegsluke, beziehungsweise die Rutsche, wodurch die da reinrutschen, wie ihr hier im Bild sehen könnt, hinkommen. Die habe ich jetzt noch nicht angefangen, weil ich im Moment nicht genug Zeit dazu hatte. Hier liegen noch ein paar übrig gebliebene Steine. Am Ende möchte ich jetzt noch einmal zu den drei neu vorgestellten Helmsets von Lego kommen. Zum einen natürlich Commander Cody und Captain Rex, aber natürlich auch Leia, verkleidet als Bush. Bei denen habe ich mir nämlich überlegt, dass ich zu denen kein eigenes Modifikationsvideo machen werde, sondern ein großes Video zu allen Helmen. Dies wird aber erst in ein paar Monaten kommen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch sehr gerne meinen Kanal. Denn das war es jetzt auch schon mit diesem Video für heute. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.